Es gibt momentan ganz, ganz viele Mythen um diese Gen Z, dass sie komplett anders wäre als andere Generationen. Aber wir sehen eigentlich, dass die Reaktionen sehr, sehr ähnlich sind wie bei allen anderen Reaktionen auch. Das heißt, Stellenanzeigen funktionieren, wenn sie gut sind. Schlechte Anzeigen funktionieren natürlich auch bei der Gen Z nicht gut. Das heißt, wenn man die Basics beherrscht, kann man es eigentlich über fast alle Generationen hinweg performant besteigen. Basics sind vor allen Dingen sehr, sehr kurz, sollten Stellenanzeigen sein. Wenn wir eine Sache sehen, ist, dass die Generation sehr, sehr medienaffin mit dem Smartphone ist. Und wenn ich versuche, eine Stellenanzeige mit dem Smartphone zu konsumieren und 3.000, 4.000, 5.000 Zeichen habe, dann ist ja ein halber Roman. Der wird heutzutage so nicht mehr konsumiert. Das heißt, in der Kürze liegt die Würze und das ist einer der wichtigsten Tipps, die leider immer noch falsch gemacht werden. Wir sehen, dass in Aufgabenbereichen, die sehr, sehr fachspezifisch sind, wie beispielsweise Softwareentwickler oder ähnliches, da ist es wichtiger, die Tätigkeit eher zu beschreiben. Bin ich in repetitiven Tätigkeiten, geht es erstmal darum zu sagen, was bekomme ich, also die klassischen Benefits nach vorne. Und das ist für die Gen Z tatsächlich sehr, sehr wichtig. In der Theorie ist Video extrem wichtig. In der Praxis hat Video das große Problem, dass es zu langatmig ist und nicht gut durchsuchbar. Das heißt, ab einem gewissen Schritt in der Candidate Journey sind Videos extrem wichtig, weil sie authentisch sind und es gerade für die Generation im auch richtigen Format, beispielsweise Hochformat, Hochkantformat, was ich in der mobilen Nutzung ausspielen kann. Aber wenn ich in der Suche bin, da ist tatsächlich Text immer noch das Wichtigste.